Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst Kollege Hofreiter. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Wähler in Bayern den Eindruck haben, dass die CSU eine Schande für Bayern sei, sondern im Gegenteil, die Zustimmungswerte für die CSU sprechen ja eine deutlich andere Sprache. Aber zurück zur Maut. Die Argumente sind ausgetauscht. In manchen Beiträgen gerade eben kamen nicht besonders viele inhaltliche Argumente, aber wir haben ja jetzt schon lange diskutiert, viele Jahre diskutiert über die Maut. Und es ist gut, dass wir heute dann endgültig abstimmen über die Infrastrukturabgabe. Es sind so ein paar Aussagen gefallen, die mich schon verwundert haben. Es handelt sich sicher nicht um ein Durchprügeln dieser Gesetze nach all diesen Diskussionen, die wir die ganzen Jahre schon geführt haben, nach den vielen Anhörungen, die wir bereits hatten. Und ich habe auch eine andere Erinnerung an unsere Koalitionsverhandlungen. Ich habe es so in Erinnerung, dass wir zusammengekommen sind, konstruktiv, dass wir in der Verkehrspolitik überlegt haben, was sind die gemeinsamen Projekte, die uns wichtig sind. Die Parteien haben unterschiedliche Ansätze mit eingebracht, aber wir haben uns in den Koalitionsverhandlungen auch sehr konstruktiv zur Pkw-Maut auseinandergesetzt. Und so war es auch die ganzen Jahre mit der SPD, dass wir gemeinsam konstruktiv daran gearbeitet haben, wie wir dieses Gesetz umsetzen. Und ich weiß nicht, Kollege Bartol, ob es richtig ist, jetzt diese Bilanz dieser Regierung so schlecht zu reden, nach allem, was wir auch gemeinsam erreicht haben und in Deutschland vorangebracht haben. Nun habe ich wenig Hoffnung, dass es mir heute mit meiner Rede gelingen wird, die zu überzeugen, die schon immer gegen die Maut waren. Umgekehrt wird es aber auch nicht gelingen, dass diejenigen, die dagegen waren, nun heute mich noch vom Gegenteil überzeugen können. Ich will mich bei meinen Ausführungen beschränken auf die Diskussionsbeiträge, die seit unserer letzten Debatte zur Infrastrukturabgabe vor 2 Wochen geäußert wurden, und aber auch noch mal für alle Interessierten, die unsere Debatte außerhalb des Bundestags verfolgen, die wesentlichen Argumente für unser Vorhaben kurz erläutern. Zunächst einmal waren Zweifel an der Einnahmenseite der Maut geäußert worden, auch von Rednern der SPD in der letzten Debatte. Und ich bin sehr froh, dass diese Zweifel nach unseren Sachverständigenanhörungen ausgeräumt werden konnten, auch nach der Mitteilung des Bundesfinanzministeriums. Das Bundesfinanzministerium hat bestätigt, dass die Einnahmeerwartungen realistisch sind, meine Damen und Herren. Die Einnahmen aus der Infrastrukturabgabe werden einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung unseres Investitionshochlaufs leisten. Diese mehrere 100 Millionen €, die wir Jahr für Jahr als zusätzliche Einnahmen erwarten können, werden uns helfen, die Infrastruktur in unserem Land auf den erforderlichen Stand zu bringen. Und das ist auch Zeit dafür und gut so, dass wir das endlich erreichen. Einmal mehr will ich unterstreichen, dass die Pkw-Maut ja nicht die einzige Maßnahme ist, um die Infrastruktur ausreichend zu finanzieren. Hinzu kommen zusätzliche Haushaltsmittel und zusätzliche Einnahmen aus der Ausweitung der Lkw-Maut. Und all denen, die nun Sorgen geäußert haben wegen der Grenzregionen, kann ich nur sagen, wir haben uns intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Wir wollen weder Nachteile für Handel oder Gastronomie noch Ausweichverkehre zum Nachteil von Anwohnern. Aber genau deshalb haben wir dieses Problem ja gelöst. Die Infrastrukturabgabe wird für Ausländer nur auf Autobahnen fällig. Wir wollen also diejenigen, die unsere Straßen nutzen, um durch unser Land zu fahren, weitere Strecken auf den Autobahnen zurückzulegen, an der Finanzierung unserer Infrastruktur beteiligen. Das ist nur fair, meine Damen und Herren. Bleibt dabei. Bundesstraßen, Landstraßen, kommunale Straßen können mautfrei von den ausländischen Gästen genutzt werden. Und auch wenn ein Gast aus dem Ausland über die Autobahn zu seinem Ziel anreisen muss, wird er doch nicht wegen dieser paar Euro, die für die Maut fällig werden, auf den Einkauf oder die Übernachtung in Deutschland verzichten. Es wird ja noch vorgeschlagen, es solle ein mautfreier Korridor an der Grenze eingerichtet werden. Da kann man nur fragen, wo soll der denn enden? Auch das haben wir lange diskutiert. Wir hätten damit erneut Ungerechtigkeiten bei der Festlegung eines solchen Korridors. Wir müssten alle Grenzregionen mit einem Schilderwald überziehen. Das macht nun wirklich keinen Sinn. Wir haben uns mit dem jetzigen Vorschlag schon etwas gedacht. Dann wurde auch gerade eben teilweise eingewandt, das Projekt sei uneuropäisch. Auch in der Debatte vor 2 Wochen wurde dieses Argument schon genannt. Da kann ich nur sagen, lassen wir doch die Kirche mal im Dorf. Die Slowenen, die Österreicher, die Schweizer, das sind doch auch alles gute Europäer. Unterm Strich haben wir mit der Infrastrukturabgabe das gleiche System, das die Österreicher haben. Deswegen kann man uns hier keine Europafeindlichkeit vorwerfen. Ich glaube nicht, dass die Pkw-Maut Europa in Straucheln bringen wird, meine Damen und Herren.
In Deutschland wird nun eingeführt, was die meisten europäischen Staaten schon längst machen. Und im Übrigen ist ja genau die EU-Kommission, die es befürwortet, dass in ganz Europa Pkw-Mautsysteme eingeführt werden, weil es eben richtig ist, eine stärkere Nutzerfinanzierung zu verwirklichen. Also, noch einmal zusammengefasst, wir stellen die notwendigen Mittel für unsere Infrastruktur zur Verfügung. Dazu dienen auch die Einnahmen aus der Pkw-Maut. In einem langen Prozess, der heute seinen Abschluss findet, haben wir eine von der EU-Kommission mitgetragene Lösung entwickelt, mit der keine Probleme für die Grenzregionen entstehen, mit der wir bei geringen Bürokratiekosten zusätzliche Einnahmen erzielen werden, die für die Infrastruktur zur Verfügung stehen. Und dabei haben wir auch noch ökologische Aspekte berücksichtigt, wie beispielsweise durch die Befreiung von Elektroautos. Also aus unserer Sicht, die Argumente sprechen für die Einführung der Infrastrukturabgabe. Und ich bitte Sie aus Überzeugung um Ihre Unterstützung. Das Wort erhält nun der Kollege Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke.